Das Bündnis Fürstenfeldbruck ist bunt, nicht braun. Schluss mit dem Krieg und Terror. Am 4.12.2015 hat der Bundestag die Beteiligung am Krieg in Syrien beschlossen. Damit werden alle Erfahrungen missachtet, die seit dem 11.09.2001 mit dem Krieg gegen den Terror gemacht worden sind. Dieser Krieg ist Terror und er fördert den Terror. Der deutsche Einsatz verstößt gegen Grundgesetz und Völkerrecht. Er zwingt noch mehr Menschen aus den Kriegsgebieten zur Flucht. Er wird weitere Gelder sinnvoller sozialer Aufgaben vorenthalten. Er verstärkt die Gefahr von Terroranschlägen, auch in unserem Land. Wir fordern, also das Bündnis Fürstenfeldbruck fordert, von der Bundesregierung Respektierung von Grundgesetz und Völkerrecht. Keine Beteiligung der Bundeswehr am sogenannten Krieg gegen den Terror in Afghanistan, Syrien, Irak und Mali. Stopp aller Waffenexporte, insbesondere in den Nahen Osten. Keine Kollaboration mit dem diktatorischen Regime, die den IS fördern. Von Fürstenfeldbruck ist Bund nicht braun, nicht wir, der Kanal Blackbird Live. Wir enthalten uns dieser vor. Wir geben ihnen nur eine Stimme, wollen dafür arbeiten, Überzeugungen streiten, um gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen, Konflikte friedlich lösen. Das ist ihr Aktionskonsens vom Bündnis Fürstenfeldbruck ist bunt, nicht braun. Mehr erfahren Sie unter Bundesausschuss Friedensratschlag www.friedensratschlag.de. Ganz herzlichen Dank an die senegalesische Frontegruppe Diapo, die uns bei diesen frostigen Temperaturen schön einheizt. Noch näher dran? Okay. Geht's so? Hören Sie mich? Also, herzlichen Dank. Herzlich willkommen, liebe Friedensfreunde, hier in Fürstenfeldbruck. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie doch relativ zahlreich gekommen sind, obwohl es jetzt endlich ernst wird mit dem Winter. Wir sind heute hier, um trotz des Wetters ein sehr heißes Thema dazu Stellung zu beziehen und zu sagen und zu zeigen und dafür laut zu werden, dass wir gegen Kriege sind, dass Bomben keinen Frieden schaffen und dass wir gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr sind und gegen Rüstungsexporte. Also herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Renate Schiefer, ich bin eine der Mitbegründerinnen der Antikriegsinitiative Fürstenfeldbruck. Ich bin auch Sprecherin der Partei Die Linke, Kreisverband Amper, das ist der Zusammenschluss von Fürstenfeldbruck und Dachau. Aber ich bin jetzt in der Funktion Antikriegsinitiative. Diese Initiative, ein paar Worte dazu, hat sich schnell und spontan im Dezember gegründet, als innerhalb einer Woche der Auslandseinsatz in Syrien der Bundeswehr durchs Parlament gepeitscht wurde. Und da haben wir schnell zwei Kundgebungen am 3. und am 19. Dezember veranstaltet und sind jetzt glücklich, dass zu unserer dritten Aktion noch deutlich mehr Leute schon da sind. Wir sind ein kleiner Kreis von Organisatoren und wir haben inzwischen aber schon einen breiten Unterstützerkreis gefunden. Ich zähle mal einige auf, aber bitte entschuldigen Sie, wenn es vielleicht nicht vollständig ist. Sie sehen das alles auf dem Flyer. Ja, meist geht es um Krieg und Tornados und so. Okay. Die Bürgervereinigung, Sozialforum Amper, Fürstenfeldbruck ist Bund nicht braun, DGB, Kreisverband, Fürstenfeldbruck und GEW, die Gewerkschaften, Kreisverband, die Linke, Kreisverband Amper, die Josus, Ortsgruppe und das Bündnis 90, die Grünen, die Deutsche Friedensgesellschaft Bayern und noch einige andere. Wir wollen aber gerne noch mehr werden, also jeder, der wirklich ernsthaft und nicht nur als Lippenbekenntnis für den Frieden ist und gegen Krieg, ist willkommen als Institution oder Einzelperson. Ich freue mich, heute Frau Karin Geißler begrüßen zu können, die Bürgermeisterin von Fürstenfeldbruck.
Ich werde ihr gleich das hier, da steht sie, genau. Ich werde gleich das Mikro übergeben, aber vorher möchte ich Sie aufklären, wie wir es heute geplant haben. Wir hören ein Grußwort von Frau Geißler, wir hören eine Rede von Herrn André Hugo, den ich auch herzlich begrüße, da hinten steht er, der Große, Mitglied des Bundestages in der Partei Fraktion Die Linken und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und Auslandsexperte. Er wird uns vieles erklären können zu dieser ganzen Kette und dieser schrecklichen langen Reihe von Kriegen, die in Jugoslawien begonnen hat und zwischen in Syrien und in der Türkei und in der Ukraine angekommen ist. Danach, nach der Rede von Herrn Hunker, möchten wir unseren Demonstrationszug starten. Der verläuft über, einmal noch die Innenstadt, dann kommen wir wieder hierher. Laufen Sie bitte nicht weg nach dem Demonstrationszug, wenn Sie es noch irgendwie aushalten können in der Kälte. Denn es erwartet Sie noch ein sehr wichtiger und sehr spannender Vortrag von Herrn Cetin Orana, den ich herzlich begrüße. Da hinten steht er auch, Münchner Stadtrat. Herr Orana ist kurdischer Herkunft und kann uns sehr eindringlich schildern, was da gerade Schreckliches läuft mit den Kurden in der Türkei. Wir haben nicht nur Diapo als musikalische Unterstützung, sondern auch den Münchner, den bekannten und guten Münchner Attack-Chor zu Gast. Der wird am Ende, nach der Rede von Herrn Hugo, ein paar Lieder singen und am Ende der ganzen Veranstaltung, also nach dem Demonstrationszug, noch einmal. So, jetzt wissen Sie, wie es ungefähr geplant ist. Jetzt übergebe ich gerne das Mikro an Frau Geißler. Ja, liebe Friedensbewegte, sehr geehrte Bürger, Bürgerinnen unserer Stadt und auch aus den Nachbargemeinden, die teilweise den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich genauso wie meine Vorrednerin, dass heute doch einige Bürgerinnen mehr gekommen sind, als es noch im Dezember war. Und begrüße Sie hier recht herzlich als dritte Bürgermeisterin unserer Stadt. Ich kann vielleicht nicht im Namen der ganzen Stadt sprechen, aber auf jeden Fall auch im Namen von Klaus Pleil, von unserem Oberbürgermeister, der ja auch heute hier ist und mit an der Seite dort steht. Im August 2014 ist unser Oberbürgermeister dem Städtebündnis Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, beigetreten. Das Bündnis wurde schon 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist die Förderung des Friedens, insbesondere mit dem Hintergrund von Hiroshima und Nagasaki, die Abrüstung aller Atomwaffen weltweit. Seither sind über 6.700 Städte in 134 Ländern und davon 455 in Deutschland diesem Netzwerk beigetreten. Auch wenn das Hauptanliegen dieses Bündnisses eine Nuklearwaffenkonvention und eine atomwaffenfreie Welt ist, so kann man ganz sicher ein Motto verallgemeinern. Städte sind keine Ziele, wobei mit Städten hier auch alle Flächen gemeint sind, wo Bürgerinnen und Bürger, wo Menschen leben. Seit 9/11 und dem von Präsident Bush ausgerufenen Krieg gegen den Terror, den auch Obama ja nicht beendet hat, haben die USA in 7 Staaten der islamischen Welt militärisch eingegriffen. In Afghanistan, in dem Irak, in Somalia, Jemen, Pakistan, Libyen und jetzt in Syrien. Und überall haben sie nur eins geschafft, dass der Zerfall ganzer Staaten ausgelöst oder vorangetrieben wurde. Dass radikale islamische Bewegungen erstarkt sind, wie die Taliban, wie Al-Qaida oder der Islamische Staat. Man kann im Prinzip sagen, der Westen schafft sich seine terroristische Bedrohung zum großen Teil selbst. Die vielen Flüchtlinge und die Terroranschläge von Paris und Istanbul bringen uns hier in Deutschland die Kriege näher. Ich habe das Gefühl, dass unser Selbstverständnis, dass wir im Frieden leben können, langsam bröckelt
und damit vielleicht auch eine gewisse Furcht verbunden ist. Geopolitische Machtansprüche sind sicher ein Teil der Kriegsursachen und nicht zu vergessen ist, Kriege rechnen sich. Nicht für uns, aber die Aktienkurse von Rüstungskonzernen haben sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt und verdreifacht. Auf die Ursachen von Kriegen werden sicher die nachfolgenden Redner noch weiter eingehen. Ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren am Beginn des Afghanistan-Krieges hier auch eine Demonstration veranstaltet haben. Und es ist in gewisser Weise traurig, dass wir jetzt wieder sagen müssen, nein, stoppt den Krieg in Syrien. Die Beteiligung der Bundesrepublik ist völkerrechtswidrig und falsch. Kriege sind keine Mittel zur Lösung von Konflikten. Sie führen zu Not und Elend, zu noch mehr Flüchtlingen und noch mehr Terror. Jetzt übergebe ich das Mikro an Herrn Loko. Also kommst du? Der muss doch. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Renate, Frau Bürgermeisterin, liebe Gäste. Ich will mich kurz vorstellen. Ich komme aus Aachen heute, ich lebe in Aachen und ich möchte nicht nur im Namen der Fraktion Die Linke, sondern vor allen Dingen auch im Namen des Antikriegsbündnisses Aachen und des Aachener Friedenspreises erstmal herzlichen Glückwunsch übermitteln, dass ihr hier in Fürstenfeldbruck eine solche Initiative gestartet habt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr richtig und auch zur richtigen Zeit. Vielen Dank dafür erstmal. Ich muss das noch ein bisschen höher machen. So. Wir haben in Aachen ein Antikriegsbündnis, das seit 1999, seit dem Jugoslawienkrieg arbeitet. Ich bin Gründungsmitglied dieses Bündnisses. Und das bei allen Kriegen, bei allen Militäreinsätzen auf der Straße war, das mittlerweile auch in der Stadt sehr gut verankert ist. Und wir haben den Aachener Friedenspreis, wo auch die Stadt Aachen selbst Mitglied ist und der auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich glaube, dass es eine gute Struktur ist, wie wir auch in der Breite der Gesellschaft uns entgegenstellen können den schon angesprochenen Kriegskursen. Wir haben in Deutschland seit Wochen, seit Monaten fast nur noch ein Thema, über das sich empört wird. Die sogenannte Flüchtlingskrise. Und ich will gar nicht groß darauf eingehen, aber ich will sagen, wenn man eine humane Lösung der sogenannten Flüchtlingskrise, das ist ja ein bisschen abwertend, Flüchtling, sind Menschen, die fliehen. Wenn man eine humane und dauerhafte Lösung will, gibt es nur eine Lösung, nämlich Kriege beenden und Rüstungsexporte beenden. Und das gehört auf die Tagesordnung, überall. Yeah. Weil was wir gerade erleben, ist ja eigentlich, dass kapituliert wird vor der Frage, warum gibt es diese ganzen Kriege? Warum fliehen die Menschen? Es spielt keine Rolle mehr, auch manchmal in unseren eigenen Debatten, auch in der Linken, keine Rolle mehr. Dann wird darüber diskutiert, können wir das schaffen oder nicht schaffen. Das ist die falsche Antwort. Wir müssen die Ursachen der Flüchtlingskrise bekämpfen. Die Ursachen liegen in den Kriegen, liegen in der Destabilisierung und sie liegen auch in einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung. Genau. Woher kommen die meisten Menschen gegenwärtig? Sie kommen aus Syrien. Das ist schon angesprochen worden. Was ist da passiert? Wir haben 2011 im arabischen Raum den sogenannten arabischen Frühling gehabt. Eine Demokratiebewegung zunächst, die zum Sturz führte, auch von diktatorischen Regimen, von Ben Ali in Tunesien und Mubarak in Ägypten. Und dann gab es zwei Staaten, und es waren zufällig die beiden Staaten, die auch auf der Liste der, wie hieß es, der bösen Staaten standen. Nämlich Syrien und Libyen, wo systematisch militante, radikale, terroristische, islamistische Gruppen gefördert wurden, um in diesen Staaten einen Regime-Change im Interesse auch des Westens durchzuführen. Über Jahre
sind in Syrien. Und ich will keinen diesen Staaten irgendwie sagen, das ist eine Demokratie, wie wir sie uns wünschen. Weder Libyen unter Gaddafi noch Syrien unter Assad. Aber trotzdem, dort wurden systematisch extremistische Organisationen wie die Al-Nusra, ein Flügel, wenn man so will, von Al-Qaida, unterstützt, um einen Regime-Change durchzuführen. Es wurde auch ein Embargo verhängt bis heute gegen Syrien. Und das hat zu einem blutigen Bürgerkrieg geführt, mit über 300.000 Toten bisher, mit über 10 Millionen, die Hälfte der Menschen in Syrien sind auf der Flucht im Land, in den umliegenden Ländern und einige kommen auch hierher. Diese Politik, die dort gemacht wurde, ist verheerend, sie ist verbrecherisch und sie muss endlich aufhören. Wir brauchen einen Friedensplan für Syrien, wie er auf der Wiener Konferenz vor einigen Wochen sich andeutete. Einen solchen Friedensplan werden wir auf jeden Fall unterstützen. Und wir haben in Libyen eine ähnliche Entwicklung gehabt. 2011 wurde Libyen bombardiert. Und ich habe damals, ich erinnere mich sehr genau an die Bundestagsdebatte. Westerwelle kam aus New York vom UN-Sicherheitsrat, hat geredet, Deutschland hat sich enthalten. Das war gut, das haben wir begrüßt. Aber Westerwelle ist dafür massiv angegriffen worden, auch von SPD und Grünen, leider, muss man sagen, in dieser Debatte. Und ich habe bei der Bundestagswahl 2013 gesagt, ich trauere der FDP überhaupt nicht nach. Am Wahlabend habe ich das gesagt. Aber die Enthaltung im Libyen-Krieg war richtig, noch besser wäre ein Nein gewesen. Und vor wenigen Tagen sind Dokumente veröffentlicht worden, E-Mail-Verkehr von Hillary Clinton in den USA, aus denen eindeutig hervorgeht, worum es beim Krieg in Libyen ging. Gaddafi wollte einen afrikanischen Dinar, eine afrikanische Währung einrichten. Er hat Goldvorräte gesammelt, um das hinterlegen zu können. Und das geht hier mittlerweile offiziell aus Dokumenten hervor, dass das Motiv des Krieges war, das vorrangige Motiv. Und uns wurde erzählt, es geht um Menschenrechte, es geht um Demokratie, um die Bevölkerung hier zu einer Zustimmung zu kriegen. Diese Doppelmoral, dieses Lügengebäude in der Außenpolitik, das muss endlich aufhören. Und Libyen ist heute neben Syrien eines der Hauptländer, aus denen die Flüchtlinge kommen. Und diese ganze Politik geht ja weiter und weiter und weiter. Und es ist keine, wenn ich dann sage, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, das muss auf die Tagesordnung. Ja, dann heißt es immer, das ist eine akademische Debatte, das ist langfristig, haben Sie ja recht und so weiter. Nein, es ist eine tagespolitische Aufgabe. Jeden Tag werden Entscheidungen getroffen, die für diesen Kurs sich aussprechen oder gegen den Kurs sich aussprechen. Zum Beispiel gibt es nächste Woche ein Treffen der Bundesregierung mit der türkischen Regierung. Da wird der Kollege ja gleich noch einiges zu sagen zur Situation in der Türkei. Aber da kann die Bundesregierung sehr, sehr deutlich machen, dass sie diesen Kurs von Erdogan, der ja jetzt auch in der Türkei einen neuen Bürgerkrieg beginnt, dass sie diesen Kurs nicht mitträgt und dass sie dann keine Waffen mehr liefert an die Türkei und keine geheimdienstliche und polizeiliche Kooperation mehr eingibt. Das ist möglich oder eben nicht möglich, aber es kann gemacht werden. Jeden Tag werden solche Entscheidungen getroffen. Wir brauchen in Deutschland eine Empörungskultur, wie sie ja gegenwärtig in anderen Zusammenhängen da ist. Wir brauchen eine Empörungskultur auch zu dieser verlogenen Außenpolitik. Und über ein großes Kriegsszenario wird zurzeit öffentlich kaum noch diskutiert, obwohl es vor anderthalb Jahren die Schlagzeilen beherrschte, nämlich den Konflikt in der Ostukraine, der Konflikt zwischen Russland und dem Westen.
Ich war in den letzten 3 Jahren, in den letzten 4 Jahren mehr als 10-mal in der Region gewesen. Ich bin der einzige Bundestagsabgeordnete, der alle Wahlen beobachtet hat seit 2012. Und was ich erlebt habe in dieser Zeit an Vorgängen, die ich nicht für möglich gehalten hätte in der internationalen Politik, das kann ich eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen. Ich denke da an den Umsturz, den verfassungswidrigen Umsturz vom 22. Februar 2014 nach den Todesschüssen auf dem Maidan. Es gab 2 Tage vorher ein Agreement von Steinmeier unterschrieben, von dem französischen Außenminister unterschrieben, von dem polnischen Außenminister unterschrieben, von einem russischen Vertreter unterschrieben, von dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch und den Oppositionsführern Tschernibuk, Jasenjuk und Klitschko unterschrieben. Das hat einen Übergangsplan vorgesehen für das Jahr 2014 mit Neuwahlen im Laufe dieses Jahres. Am Freitagabend, am Tag, wo das unterschrieben wurde, Freitagabend kam Steinmeier zurück nach Deutschland. Er hat uns telefonisch unterrichtet. Ich war in dieser Telefonkonferenz. Er hat das beschrieben und ich habe gesagt, ja, dieses Agreement ist unterstützenswert. Er hatte natürlich auch die Todesschüsse am Tag vorher im Kopf und gesagt, es muss eine Lösung gefunden werden. Am nächsten Tag gab es einen Umsturz, der eindeutig verfassungswidrig war. Viele reden vom Putsch. Und alle westlichen Staatschefs, Steinmeier inklusive, der das unterschrieben hatte, haben diese neue Regierung, an der auch Faschisten beteiligt waren, anerkannt. Das ist doch ein Vorgang in der internationalen Politik, der unerträglich ist. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe Steinmeier auch gefragt, ja warum? Warum hat er das unterschrieben? Er hat gesagt, Janukowitsch hätte durch seine Flucht, er ist um sein Leben geflohen, sozusagen die Grundlagen des Abkommens hintertrieben. So kann man internationale Politik nicht machen. So erodiert auch letztlich ein internationales System. Und was dann die Folge war, ich will ja gar nicht sagen, das war dann alles richtig, was dann auch als Reaktion darauf passiert ist. Die Sezession der Krim, der Krieg in der Ostukraine. Aber ich will daran erinnern, dass der Krieg in der Ostukraine von dieser Übergangsregierung von Herrn Turchinow einen Tag nach dem Besuch des CIA-Chefs Brennan in Kiew ausgerufen wurde. Das war die militärische Lösung, in Anführungszeichen, der militärische Umgang mit dem Konflikt in der Ostukraine im April 2014. Und diesen Krieg muss man beenden und da muss man auch beide Seiten kritisieren, eben auch die ukrainische Regierung, die diesen Krieg innerhalb der Ukraine gestartet hat. Das muss ganz klar gesagt werden. Das tun die westlichen Regierungschefs nicht und das tue ich hier und das sagen wir als Linke auch immer sehr deutlich. Wir haben jetzt, ich kann die ganze Dynamik nicht darstellen, aber wir haben über 10.000 Tote in diesem Konflikt mitten in Europa. Man muss mal sagen, auch Russland, auch die Ukraine sind europäische Staaten. Wir haben Millionen Flüchtlinge, etwa 2 Millionen sind aus der Ostukraine nach Russland geflohen. Darüber wird gar nicht berichtet. Ich habe die kürzlich besucht im Dezember und die haben ja auch Probleme dort. Ja. Und ungefähr 2 Millionen sind innerhalb der Ukraine, zum Teil auch einige in den Westen geflohen. Wir haben die Minsk-2-Verhandlungen, die laufen gegenwärtig, es gibt täglich Arbeitsgruppen. Ich war gestern noch im Außenministerium, habe mit dem Ukraine-Referenten gesprochen, um herauszufinden, wie ist denn da jetzt die Situation. Und ich sage, und das sagen wir als Linke immer, Minsk-2 ist die einzige Chance, gegenwärtig, dass es zu einer Entspannung kommt. Aber ich sehe auch, dass das, was in Minsk II formuliert wurde, nämlich die Verfassungsänderung mit 2/3 Mehrheit
im ukrainischen Parlament, die bis Ende Januar umgesetzt werden soll, dass die nicht zustande kommt und dass die Wahlen, die in Donetsk und Lugansk stattfinden sollen, dass sie nicht so stattfinden werden, wie das in Minsk II formuliert worden wird und dass sie von beiden Seiten anerkannt werden. Ich glaube, ich bin der Einzige mit Wolfgang Gerke zusammen, der auch mit den Verhandlungsführern von der anderen Seite gesprochen hat, in Donetsk mit Herrn Puschilin. Und mein Eindruck ist, dass wir werden im Februar in eine Situation kommen, dass Minsk II so nicht umgesetzt wird. Und dann wird es verdammt wichtig sein, dass man nicht einseitig Schuldzuweisungen macht und dass man nicht wieder anfängt zu schießen, sondern Regelungen zu finden, die einen Waffenstillstand dauerhaft machen und zumindest diesen Konflikt einfrieren. Mehr kann ich im Augenblick nicht erkennen. Das wäre realpolitisch sozusagen das meiste, was man gegenwärtig da erreichen kann. Und ich glaube, das müssen wir formulieren. Aber ich will eins sagen zu dem Konflikt, und das ist vielleicht der letzte Gedanke. Zugrunde liegend dem Ukraine-Konflikt und auch vielen anderen im Osten, wir reden ja gar nicht über Moldawien, was da gerade los ist, zum Beispiel. Zugrunde liegend ist die NATO-Osterweiterung, die in der Mitte der 90er Jahre beschlossen wurde unter der Clinton-Administration. Damals haben in den USA viele Wissenschaftler und Intellektuelle und andere protestiert dagegen. Ich will an einen erinnern, den Herrn Cannon, der war einer der Grand Seigneurs der US-Außenpolitik, Botschafter in Moskau, einer der Architekten des Marshallplans in Deutschland. Der hat damals gesagt, 1997, die NATO-Osterweiterung, oder genauer die Entscheidung der Regierung Clinton, die NATO bis an die Grenzen Russlands zu erweitern, wird zu Reaktionen auf russischer Seite führen, die militaristisch sind, nationalistisch und antidemokratisch. Und die werden uns nicht gefallen. Aber Russland wird dadurch gezwungen, in eine Richtung zu gehen, die uns missfallen werden. Er hat heftig dagegen protestiert. Und ich glaube, das ist die beste Beschreibung, die man machen kann. Es geht nicht darum, ob wir das gut finden, was die russische Seite macht. Aber es geht darum, die Dynamik zu verstehen und hier dagegen vorzugehen, dass immer mehr Staaten bis an die Grenze Russlands der NATO beitreten, weil das wird, und das hat die russische Seite sehr klar gemacht, und es entspricht auch sozusagen der Logik von bestimmten Großmächten, die ich jetzt gar nicht verteidigen will, aber es ist logisch, die wird an einem bestimmten Punkt sagen, bis hierhin und nicht weiter, und sie werden alle Mittel einsetzen, um das zu verhindern, inklusive Krieg, inklusive Einsatz aller Waffen. Das hat mir auch der russische Botschafter nochmal sehr deutlich gemacht. Also Schluss mit der NATO-Osterweiterung. Es muss wieder eine friedliche Ostpolitik anvisiert werden, wie wir sie in den 70er Jahren hatten, wie sie zur Gründung der OSZE geführt haben. Das ist der richtige Weg. Und welche Auswirkungen das hat, auch hier in Deutschland, will ich nur zum Schluss an ein, zwei Beispielen deutlich machen. Noch unter der letzten Bundesregierung war im Koalitionsprogramm die Abschaffung aller Atomwaffen auf deutschem Boden Teil der Koalitionsvereinbarung. Und Westerwelle, ich will jetzt nicht hier als Fan von Westerwelle auftreten, aber Westerwelle hat tatsächlich ein bisschen was versucht und ist dann wieder zurückgerudert. Jetzt haben wir die Situation, dass die Atomwaffen in Büchel, in der Eifel, modernisiert werden, erneuert werden und sozusagen einsatzfähig gemacht werden. Das ist unerträglich. Und die Bundesregierung hat nicht mal mehr den Anspruch, daran irgendetwas zu ändern, wie das noch in der letzten Bundesregierung der Fall war. Wir müssen Büchel auch zum Thema machen im Jahr 2016. Und einen letzten Punkt. Kampfdrohnen. Ich habe vorhin über Empörungskultur gesprochen. Vor 2 Jahren ist auf eine Anfrage von mir im Bundestag bekannt geworden, dass de Maizière damals noch die Anschaffung von Kampfdrohnen plant. Das war im Januar 2014.
Und es gab eine große Debatte, eine gesellschaftliche Debatte. Es gab Umfragen von Infratest DIMAP. 64% der Bevölkerung waren gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen. Daraufhin hat die CDU-CSU beschlossen, das aus dem Bundestagswahlkampf rauszulassen. Entschuldigung, das war Januar 2013, nicht 14. Aus dem Bundestagswahlkampf rauszulassen, weil es sozusagen schlecht wäre. Vor wenigen Tagen ist die Entscheidung bekannt geworden, dass Deutschland israelische Heron-Kampfdrohnen anschafft. Es hat überhaupt keine Debatte mehr gegeben, es gibt keine Empörung dazu, obwohl 2/3 der Menschen eigentlich gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen sind. Es gibt gar keine Debatte mehr, alle reden nur noch über Silvester in Köln. Ist ja auch berechtigt auf einer gewissen Ebene, aber man darf ja die anderen Sachen nicht vergessen. Und wir müssen auch ganz klar sagen, wir wollen keine Kampfdrohnen. Kampfdrohnen können nur schießen und töten und sie schaffen damit wieder neue Terroristen. Wir wollen nicht, dass Deutschland auch noch sich beteiligt an diesem fürchterlichen Drohnenkrieg. Deswegen sagen wir Nein zu Kampfdrohnen. Und auch deshalb ist es wichtig, dass die Friedensbewegung im Jahr 2016, wie auch den Büchel, aber auch Rammstein zum Beispiel, als zentrale Drehscheibe des Drohnenkrieges mit ins Visier nimmt und auch an diesen Orten demonstriert und protestiert. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wir brauchen 2016 eine starke Friedens- und Antikriegsbewegung und ihr habt hier einen guten Anfang gemacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß es jedenfalls, dass Kriege also nicht Naturkatastrophen sind und irgendwie passieren, sondern richtig gemacht werden. Und die Quellen dazu liegen, die hätte ich gerne, müsste ich noch nennen. Aber das, wenn man ein Beispiel so rausgreift wie eben Libyen oder die Ukraine, vielleicht kannst du es noch schnell sagen. Ich kann sagen, die Quellen zu Libyen, das ist gestern in der Jungen Welt veröffentlicht worden. Es handelt sich da um Dokumente, die über Silvester in den USA öffentlich geworden sind. Das waren Mails vom Privataccount von Hillary Clinton. Die musste gezwungen werden, die wollte das verheimlichen. Sie musste dann in den USA gezwungen werden, diese Dokumente zu veröffentlichen. Das sind 5000 und aus denen hat man sozusagen, haben sich einige Menschen die Mühe gemacht, die mal genau durchzuschauen und da waren dann auch die Mails zu Libyen mit dabei. Kann man in der Jungen Welt von gestern nachlesen. Ah ja, vielen Dank. Also die Junge Welt ist eine Zeitung, die ich eigentlich auch lese, wenn ich dazu komme. Gestern hatte ich keine Zeit. Aber heute ist auch ein Kollege da, der, glaube ich, die Zeitung verteilt. Schauen Sie da rein, da finden Sie wichtige Informationen, die man so woanders nicht bekommt. So, vielen Dank. Jetzt freuen wir uns auf den Münchner Attack-Chor. Ich sehe Sie aber noch nicht. Doch, Sie sind, Gott sei Dank, da sind Sie ja. Also das ist der Münchner Attack-Chor unter der Leitung von Jan Prochazka. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, liebe Sängerinnen und Sängerkolleginnen, hier in unseren wilden Westen. Ich werde nach dem Chor noch eine sozial und ökologisch gestaltete Globalisierung einsetzt. Was singt ein Attack-Chor? Was denken Sie? Die Internationale, genau. Deshalb singen wir jetzt 6-mal hintereinander die Internationale. Gut, nicht, wir singen nicht die Internationale, erfahre ich soeben. Wir beginnen mit einem Lied, das wir im Auftrag des Verfassungsschutzes singen. Es handelt sich um ein attraktives Stellenangebot in 3 Strophen. Anforderungen werden so gut wie keine gestellt. In 2 weiteren Strophen des ersten Liedes rufen wir Sie im Namen besorgter, missverstandener Lügenfressen dazu auf, montags den beleidigten Leberwürsten gegen die Salamisierung des Abendbrotes zu folgen. Wenn es wie immer heißt, wir sind keine Nazis, aber man wird doch wohl noch mal unter Polizeischutz gegen Fremde hetzen dürfen. Auch hier gibt es keine Anforderungen an Interessierte. Bevor es losgeht, dennoch ein kleiner Geschicklichkeitstest, den wir in einigen unserer Liedtextblätter eingebaut haben. Ich hätte gerne, damit wir Ihnen ein bisschen dabei helfen, einen ganz Dummen aus dem Chor bei mir vorne. Gibt es da jemanden? Ja, das kann ich machen. Gut, wunderbar. Aufschlagen. Aufschlagen.
Er ist falsch rum. Wird er es schaffen? Na, fast. Aha. So. Wenn Sie also so einen Liedtext auch vor sich haben, machen Sie es wie unser kluger Sigmund. Wenn Sie diesen Text erfolgreich bestehen, können Sie mitsingen oder zumindest mitlesen. Aber ich sag schon mal, das zweite Lied, das wir singen, kommt aus den Flüchtlingsgesprächen von Brecht, die 1956 veröffentlicht wurden. Und es hat an Aktualität leider nicht verloren. Auch das dritte Lied, das wir singen, das Psalmlied aus dem 17. Jahrhundert mit einer Melodie von Heinrich Schütz, das wir im Anschluss singen, ist immer noch aktuell. Doch zuerst, was ist der Mensch ohne einen Pass? Kannst du sie auf die erste Stufe stellen? Wie macht man das Ich glaube, wir lassen das Megafon weg.
Tontechnik in München ist wesentlich einfacher als in Fürstenfeldbruck. Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist. Während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Ohne einen Pass. Oh. Oh.
vor dem Demozug. Nach dem Demozug singen wir noch zwei weitere. Spontan beschlossen, wir verzichten auf den Demonstrationszug, sonst stehen wir nachher alleine da. Sie sind einverstanden, okay. Und wir machen einfach jetzt gleich weiter mit der Rede von Cetin Orana. Wunderbar. Gut, danke. Viel Spaß. Ja. Okay, jetzt möchte ich Sie aber bitte. Wir warten extra auf die Demo, wir wollen demonstrieren. Ja, Entschuldigung, aber das Orga-Team hat einstimmig beschlossen, dass uns verdammt kalt ist und wir möchten Ihre Belastbarkeit nicht überstrapazieren. Nicht, dass wir nachher alle krank sind und nichts mehr machen können. Also machen wir jetzt einfach durch und verzichten auf den Umzug. Eine kleine Sache noch. Wir bitten Sie um eine kleine Spende, wenn Sie ein bisschen was erüben. Wetterverhältnisse trotz Schnee und Kälte. So viele Fürstenfeldbruckerinnen und Fürstenfeldbrucker hier versammelt sind. Ganz kurz möchte ich mich vorstellen für die, die mich zum ersten Mal sehen oder reden hören. Ich bin Stadtrat in München und Mitglied der Stadtratsgruppe Die Linke. Was ist los in Kurdistan? Dazu einige Worte zu sagen, wurde ich eingeladen und ich möchte es Ihnen erläutern. Seit über 100 Tagen sind mehrere kurdische Städte von türkischer Armee und Polizei belagert. Seit Monaten besteht in ganz Kurdistan totaler Ausgangsverbot. In den Städten Nusaybin, Cizre, Silopi, dem Stadtteil Sur von der kurdischen Metropole Diyarbakır besteht 24 Stunden Ausgangsverbot. Panzer, Artillerie der türkischen Armee schießen auf Wohngebiete. Auf den Straßen liegen Leichen und Tierkadaver. Leichen können nicht beerdigt werden wegen der Ausgangssperre. Scharfschützen schießen auf alles, was sich bewegt, sogar auf Krankenwagen und Krankenpersonal, das versucht, erste Hilfe zu leisten für die Verletzten.
und um Leichen zu bergen. Bisher wurden durch die türkische Armee und Polizei über 500 Menschen in diesen betroffenen Städten getötet, darunter eine Vielzahl von Kindern. Erdogan will die Präsidialdiktatur. Dem entgegen fordert das kurdische Volk, die kurdische Befreiungsbewegung, die demokratische Selbstverwaltung für alle in der Türkei, nicht nur für die Kurdinnen und Kurden, sondern für alle ethnischen Gruppen und für alle Gebiete der Türkei. Selahattin Demirtas, der Co-Vorsitzende der Demokratischen Partei der Völker, hat es treffend formuliert. Er sagte, er will die Diktatur gegen alle, wir wollen die demokratische Selbstverwaltung für alle. Liebe Freundinnen und Freunde, in den bürgerlichen Medien, von den bürgerlichen Medien erfahren Sie darüber sehr wenig. Es findet eine oberflächliche Berichterstattung statt. Meistens wird der gleichgestellten türkischen Medien nachgeredet. Es wird das rübergebracht, was zulässig ist in der Türkei. Die bürgerlichen Medien, wenn es um die Außenpolitik angeht, haben sich schon immer an die Vorgaben der Bundesregierung gehalten. Auch in diesem Fall halten sie sich voll und ganz an diese Vorgaben. Denn das ist ein Teil der Abmachung, der zwischen Merkel und Erdogan im Herbst vergangenen Jahres getroffen wurde. Die Bundesregierung ignoriert alle Menschenrechtsverbrechen, die Erdogan begeht. Im Gegenzug verhindert Erdogan, dass die Flüchtlinge in die EU gelangen bzw. in die BRD gelangen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht nur ein Skandal, das ist Beihilfe zum Massenmord in Kurdistan und in der Ägäis. Vor zwei Wochen haben 1500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Türkinnen, Kurdinnen und auch internationale Wissenschaftler wie Noam Chomsky eine Petition unterschrieben. Eine Petition, die den Frieden fordert. Mit der Überschrift: Wir werden nicht Teil dieser Verbrechen. Schluss mit dem Krieg gegen Zivilisten und Kinder. 21 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden gestern von Antiterroreinheiten der türkischen Polizei verhaftet, aus den Universitäten, aus ihren Wohnungen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe am Donnerstag, vielleicht hatten Sie auch Zeit dazu, die Debatte im Bundestag zur Kooperation mit der Türkei und Saudi-Arabien mitverfolgt. Die Verlautbarungen, die Erklärungen, die von den Vertretern der Großen Koalition kamen, waren eine Schande, Freundinnen und Freunde. Sie bezeichnen diesen Terrorstaat, diesen Erdogan-Staat, immer noch als einen demokratischen Rechtsstaat, mit dem man kooperieren muss. Das muss man sich mal vorstellen. In einem Land, wo über 8000 politische Gefangene in den Gefängnissen sitzen, darunter eine Vielzahl von Journalisten, Gewerkschafterinnen, Studentinnen, gewählte Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Stadträtinnen, Stadträte und nun auch Akademiker. Ein Land, in dem die Justiz nach den Vorgaben von Erdogan handelt, die ihre Unabhängigkeit schon längst verloren hat. Ein Land, in dem ein allmächtiger Geheimdienst die eigene Bevölkerung bespitzelt, politische Morde begeht und die Anschläge des Islamischen Staats koordiniert. Ein Land, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, in dem Folter wieder zur gängigen Praxis auf Polizeirevieren und in den Gefängnissen geworden ist.
Ein Erdogan, der am 1. Januar bei einer Pressekonferenz erklärte, das Präsidialsystem ist ein effektives System im Vergleich zur parlamentarischen Demokratie. Und das könne man auch an Hitler-Deutschland sehen. Freundinnen und Freunde, da kann man nur sagen, liebe Bundesregierung, also wenn das Ihre Auffassung von demokratischer Rechtsstaatlichkeit ist, dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen, und zwar sehr große Sorgen um unsere Demokratie hierzulande. Nachweislich unterstützt schon seit Jahren Erdogan, Saudi-Arabien und Katar die Verbrecherorganisation Islamischer Staat. Über die Türkei wird die Logistik gemacht, über die Grenzen der Türkei kommen unbehelligt Tausende IS-Terroristen nach Syrien und in den Irak. Aber dieser Staat gilt für die Bundesregierung als ein demokratischer Rechtsstaat. Aber die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, die seit Jahren sich für eine demokratische Selbstverwaltung in den vier wichtigsten Ländern des Mittleren Ostens, Türkei, Iran, Irak und Syrien, sich einsetzt, die im Schengal-Gebiet über 100.000 Menschen das Leben gerettet hat vor der angreifenden IS, darunter waren nicht nur Esiden, sondern arabische Christen, turkmenische Schiiten, arabische Schiiten. Wir haben Kobani mitverfolgt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben gesehen, was da für ein Überlebenskampf für die Menschheit geleistet wurde. In Syrien, in Rojava, wird der Versuch unternommen, von der Arbeiterpartei Kurdistans gemeinsam mit der Bevölkerung eine demokratische Selbstverwaltung aufzubauen. Die Befreiung der Frau hat oberste Priorität in dieser Auseinandersetzung. Die Gleichberechtigung der Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aber das Terrorregime von Erdogan gilt für die Bundesregierung als ein Rechtsstaat, aber die Arbeiterpartei Kurdistan als eine Terrororganisation. Versteh es, wer will, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Das ist die Logik des Neoliberalismus. Das ist die Logik der Menschenfeindlichkeit. Das ist die Logik einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung, die bereit ist, zu jeder Zeit über Millionen von Leichen zu gehen. Auf diesem Misthaufen gedeihen sie gemeinsam und fördern sich gegenseitig, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb müssen wir dagegen halten, gegen den Neoliberalismus, der einen Kapitalismus ohne Demokratie will, müssen wir fordern, eine Demokratie ohne Kapitalismus. Anders geht's nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb fordern wir Schluss mit den deutschen Waffenexporten in die Türkei, Saudi-Arabien, Katar und überall auf die Welt. Schluss mit dem verbrecherischen Regime in Ankara, in Saudi-Arabien und Katar. Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden, die für die demokratische Selbstverwaltung sich einsetzen, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker in der Region. Weg mit dem antidemokratischen PKK-Verbot. Ich danke Ihnen. Wir wollen in Kobane, das ja brutal zerstört ist vom IS-Terror, wollen wir eine Berufsschule für Mädchen aufbauen und sammeln, spenden. Uns liegt das am Herzen. Wer noch nicht darüber informiert ist, an unseren reichhaltigen Infotischen finden Sie auch über dieses Projekt genug Informationen. Wir bitten Sie, uns da zu unterstützen. Jetzt wollen wir das Mikrofon öffnen. Danke. Wollen wir das Mikrofon öffnen für jedermann, jede Frau,
die noch zu unserem Thema hier das Wort ergreifen möchte. Der erste steht schon neben mir. Danke. Drei Sätze für den Frieden. Krieg ist die geistige und soziale Verwahrlosung der herrschenden Elite. Dagegen, Solidarität ist nicht nur ein Wort, sondern tägliche Übung. Solidarität ist der wärmende Mantel im Eis der Diktatur des Kapitals. Danke fürs Zuhören. Also, freut mich hier zu sein und Friedensfreunde. Meine Freundinnen Friedensforum Fritz in Verbruck haben mich gefragt, als Buddhistin in der Sokhagakai International zu sprechen von der Ursache von Krieg und die Ursache von Frieden. Ich wollte nur ein kleines Zitat von dem Buddhistenlehrer Daisaku Ikeda vorlesen. Es gibt viele verschiedene Formen von Revolution. Die politische Revolution, die wirtschaftliche Revolution, die industrielle Revolution und Revolution in Wissenschaft und Kunst. Doch lassen wir die Frage, wodurch sich die Welt ändert, einmal beiseite. Die Welt wird sich niemals besser werden, solange der Mensch egoistisch und gleichgültig anderen gegenüber bleibt. Aus dieser Sicht ist die sogenannte menschliche Revolution die grundlegendsten und notwendigsten von allen. Das heißt, wir wollen die Grundsätze in unser Herzen ändern, die sind die Ursache für Krieg, aber die glückliche Botschaft ist, wir können unser Herzen ändern durch solche Solidarität unter uns und wir können die Welt ändern. Wir freuen uns, dass der Attac-Chor uns jetzt nochmal zwei Lieder zum Besten geben wird. Vorher möchte ich aber noch mal eine Anmerkung aus Ihrer Mitte aufgreifen. Das ist unser Transparent, das wir im Dezember vor unserer ersten Kundgebung ganz schnell fertigen mussten, damit wir etwas haben, was auch wirkt. Da fehlt noch einiges. Ja? Da sind die drei Punkte. Und natürlich, gerade passend zum heutigen Tag und zu Çetin Orhan'ın Rede, muss man natürlich sagen, da gehört ganz groß und dick und fett die Türkei dazu. Jetzt der Attac-Chor nochmal mit zwei Liedern.
Oh, ach, jetzt eben die griechische Pein und Sie kriegen auf alle Fälle einen gedachten Tapferkeitsorden, dass Sie durchgehalten haben. Und falls Sie Lust haben, beim Attac-Chor mitzusingen, wir sind in München, es ist total nah und jeden Mittwochabend um 19:30. Wo genau? Im Eine-Welt-Haus. Schwanthaler Straße. Frauen und Männer. Männer. Wie überall. Es war schon dunkel, als die Troika die Weisung gab. Die Lüge der Schulden zahlt das Volk, das davon nichts gehabt. Und nicht der Bonze, der sich dran bereichert hat. Dabadabadam, dabadabadam. Da saßen Männer in dunklem Anzug und mit kaltem Blick. Holt das Geld zurück. Die Politik, sie wuschte brav und sang das Lied. Dabadabadam, dabadabadam. Griechische Pein ist uns gänzlich einerlei. Wir schenken euch ein. Und wenn ihr dann elend werdet, ist es damit. Uns der Profit bleibt ganz allein. Ihr müsst verzeihen. Pein. Und eure Binnenwirtschaft geht kurz und klein, denn ihr seid in Geiselhaft hier in diesem Spiel, werdet immer ihr die Loser sein, ihr allein. Dabadabadam, dabadabadam, erzählt uns bitte nichts von Arm und Tod und eurem Plan. Dabadabadam, auch nicht von Hunger, und von Obdachlosigkeit und von dem jungen Menschen, der die Arbeit kriegt. Dabadabadam, dabadabadam, stoßet euch kurz mal auf den Terrenniveau zurück. Dabadabadam, dort kennt man schon die IWF-Erpressungspolitik. Wir drohen Europa, dass für alles so kommt. Schenken euch ein. Und wenn ihr dann elend werdet, ist es damit. Uns der Profit bleibt ganz allein. Ihr müsst verzeihen. Griechische Pein. Und eure Binnenwirtschaft geht kurz und klein. Denn ihr seid in Geiselhaft hier in diesem Spiel. Werdet immer ihr die Loser sein. Und auch Herr Schäuble und Frau Merkel tun sich schwer. Dabadabadam, dabadabadam. Und es findet sich nur die Machtkonformität. Dabadabadam, es wird bedroht, wer sich nicht unterwirft und widersteht. Die Politik, sie huschen, singt ein neues Lied. Dabadabadam, dabadabadam. Griechisches Nein ist uns letztlich einerlei, wir kriegen euch klein und euren Widerstand,